Gehen wir das jetzt nochmal, oder? Warum gibt es so viele Arme in Ägypten? Und die nicht hierher gehören, sind reich. Ägypter haben vergessen, wer sie sind. Sie nehmen eher Reichtum als Ehre. Dann bleibt ihnen nichts. Nicht mal Gerechtigkeit. Aber wir sind Magi. Wir bringen Gerechtigkeit und Ehre nach Ägypten zurück. Ja, mein Sohn. Wir haben nicht vergessen, wer wir sind. Wir bleiben beständig ganz gleich, wo wir herkommen. Amun, der König. Okay. Wir haben ja noch Bei denen da wurden sie mir letztens gestorben. Jetzt haben wir ja Stufe 5. Ich kann nicht mehr aufstehen. Du konntest nicht mehr aufstehen? Weiß nicht warum. Und Siva, sehet, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Also leistet seinen großherzigen Befehlen Folge! Von allen guten Geistern verlassen. Ihr verdankt alles, was ihr habt, eure Höfe,
eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben seiner Hoheit Ptolemaios, dem Herrscher beider Länder. Es ist eure heilige Pflicht, Steuern an den Pharao zu zahlen. Es ist eure heilige Pflicht, ihm zu gehorchen. Halt! Bleib stehen! Halt! Bleib stehen! Eine Affenseele! Ich weiß bis nicht, ob ich die auch wie bei anderen Assassin's Creed teile. Ja, was ich es verjagen kann, aber weghauen kann. Amun Re sei Dank. Bayek ist in die Oase. Aber das kommt bestimmt später noch, wo wir Attentat machen können gegen die. Was mir bis jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist die Klinge zum Killen. Die hätte ich schon gern mal gehabt. Aber wo ist der Wachmann-Typi? Was stimmt nicht mit dir? Ich brauche absolute Stille, wenn ich arbeite. Natürlich, mein Herr. Verzeiht mir, mein Herr. Kommt nicht wieder vor, mein Herr. Ich sagte Stille. Nichts. Ich werde
Bildet eine Mauer! Arbeitet du zusammen! Du wagst es, mir zu drohen? Was? Der ist getroffen! Schnell! Ich sammle die Truppen! Zurückgekehrt, um dein Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh so kurz vor Einführung der Herrschaft der Starken und Tugendhaften. Tugend? Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? So knapp. Hey, nochmal. Ist gut. Ey! Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Remo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Hä? Ist gut. kommt. Was jagen wir denn? Okay. Das Orakel braucht den Pelz eines Steinbocks für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen, oder Bayek? Du bist der Medjay. Wenn ich Medjay bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst nie ein Medjay. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Psst. Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße... Da vorne ist es. Kann ich mitkommen? Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Herde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen das Leittier. Wie sieht das aus? Groß, mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's wie ich. Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Ja, Papo. Wir sind die Verborgenen. Geduld, mein Kind. Wir kriegen ihn. Ah, oh nein, ich hab sie verscheucht. Ist schon gut. Dann bleibt eben mehr Zeit für uns beide. Genieß die Reise. Bleib bei mir. Wir machen es zusammen.
Senu! Senu! Komm zu mir! Wieso rufst du Senu? Shenzida sagt, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Bringen wir den Pelz zum Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Papo, was ist ein Magi eigentlich? Der erste Magi war der Beschützer des Pharaos. Aber nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so, auch ein Magi zu werden. Du kennst alle Geheimnisse in Siwa. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche tapfer zu sein. Aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Dein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Oh. So, dann klettern wir mal schön da hoch. Okay, das war auch zu hoch. Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helft mir. Das ist Shenzida. Ich sagte, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter. Sorg dich nicht um Shenzida, ich kümmere mich um ihn. Magi Bayek! Los, geh! Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remu, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling! Los! Magi Bayek! Ja, ich bin der Magi hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir! Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden! Au! Okay. Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ich
hab das Ziel in Sicht. Schieß besser nicht daneben. Für den Ruhm! In den Reichweite. Was? Nein. War das jetzt gut oder schlecht? Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten ich glaube, es war schlecht. Wir haben uns versteckt. Waren wir hier schon mal? Vorwärts! Wir sind froh, dass du hier bist, Magi. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Und wenn du eventuell aus Loyalität zum Orakel zögern willst, haben wir jemanden, der dich mit Freuden eines Besseren belehren wird. Achtung, Adelphos. Klar, hier waren wir doch schon mal. Da ist jetzt bloß zu. Da sind wir reingekommen hier hinten. Und sind dann hier hoch in einer Folge. Wo wir auch gestorben sind. Ich glaube, das ist das hier. Kann mich auch täuschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Ecke ist. Das Gewölbe. Lass niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deine Art. Haltet meinen Sohn darauf! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit! Der Junge ist verängstigt, ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe! Bitte haltet meinen Sohn daraus! Der Pharao wurde alarmiert! Er besteht wir darauf, aufzukommen! Beeilung! Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein, Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Zeit abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann halt. Wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Wer will mehr Zeit gewinnen? Ja. Was soll das? Ja. Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Nein! Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein!
Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Aber Schlaub, das war nicht unser Sohn, richtig? Hm. Ich hoff's. Nein, das kann nicht unser Sohn sein. Geht einfach nicht. Wir sehen ganz anders aus. Gucke mal. Wir haben hier so Bart und so. Wir sehen nachher auch ganz anders aus. Ich glaube, das war unser Kollege hier, unser Freund. Er sah zumindest so aus, ne? Wie Heftzefa. Gut. Ich mache eine kurze Pause. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und sag bis gleich, ne? Ciao. Bis gleich.